Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Oxygen Not Included, zu Take It Easy, wo ich gerade drüber nachgedacht habe, was wir eigentlich beim letzten Mal so gemacht haben oder die letzten Male. Und habe mir dann überlegt, eigentlich ist es völlig egal, wir machen einfach da weiter, wo es mir als nächstes auffällt, dass wir da was tun sollten. Zum einen haben wir hier ja unseren Somnium-Synthesizer, da hatten wir ja mal angefangen. Ich glaube, wir haben nur zwei Duplikanten, die bislang einen Pyjama tragen. Das können wir ja mal auf jeden Fall erhöhen, damit wir schneller die 25 zusammenbekommen, um dann auch mal zu sehen, was da passiert bei dem Ganzen. Deswegen holen wir da nochmal einen weiteren raus. Dann haben wir sicherlich hier was gemacht, aber das sieht mir eigentlich ziemlich abgeschlossen aus. Da sind wir noch dabei hier. Das auf Temperatur zu bringen, aber das funktioniert eigentlich auch halbwegs. Also zumindest sind wir auf dem Weg in die richtige Richtung. 27 Grad, auf was ist denn das hier eingestellt? Auf 28, dann stellen wir das nochmal ein bisschen runter auf 25. Das wird für den Moment hier den vordersten Bereich wahrscheinlich ein bisschen stärker kühlen, aber insgesamt werden wir da dann schon in die richtige Richtung kommen. So. Oberpu sucht mal gerade einen raus. Dann holen wir direkt noch einen. Wir hatten sogar schon zwei Stück da liegen. So, was hatten diese nochmal für Eigenschaften? Ausdauer minus 10% pro Zyklus. Und Athletik minus 8. Was bedeutet Ausdauer minus 10% pro Zyklus? Also, das wird jeden Zyklus. Ach so, das heißt, die werden schneller müde. Okay. Alles klar. Okay, so, dann müssen wir uns jetzt quasi jemanden suchen. Das kann man hier vielleicht ganz gut. Der Bremer. Ne, hat schon, oder? Ne, hat noch nicht. Doch. Colonel Burton darf noch. Simon und Mimi, die drei. Colonel Burton. Mimi. Ah, jetzt habe ich wahrscheinlich. So, dann kriege ich den Colonel Burton und den hier Simon. So, dann haben wir es. Dann haben wir fünf Stück, die jetzt die Traumtagebücher vervollständigen, wenn man das so sagen kann. Schreiben ist ja, glaube ich, falsch, sondern die werden ja aufgezeichnet automatisch. Na gut. So, das war auf jeden Fall das eine. Dann können wir mal eben nach dem Strom allgemein schauen. Wir haben hier einmal unseren Erdgasspeicher. Und wir haben hier auch noch einen Erdgasgeysir. Sollten wir da vielleicht doch nochmal einen unendlichen Tank anlegen? Vor allen Dingen, dann müsste ich jetzt erstmal wieder überlegen, wie funktionierte der noch für Erdgas. Aber es ist wahrscheinlich nicht ganz dumm, das zu machen, weil wir verschenken so Unmengen Energie. Ich weiß, dass mir es eigentlich egal sein sollte. Aber wir müssen es ja nicht übertreiben. So, mal kurz nachdenken. Also, die Variante für Gase ist auf jeden Fall nicht mit luftdurchlässigen Ziegeln. Das wäre halt nicht so richtig schlau. Stattdessen brauchen wir brauchen, glaube ich, hier einen. Ne, wir haben da unten Rohöl, ein volles Feld, hier ein bisschen und da haben wir den Auslass, richtig? So müsste das korrekt sein. Dann bauen wir das Ganze mal direkt mit zwei Eingängen, weil, obwohl, brauchen wir das? Wir haben hier, wenn der aktiv ist, 200 Gramm pro Sekunde und da, ja, dann brauchen wir eigentlich keine zwei. Dann reicht uns einer. Dass ich da jetzt normale gebaut habe, war eigentlich dumm.
So, hier müssten wir dann Gaspumpen reinbauen. Ich baue mal 3. Das wird mit. Ja, wo machen wir 4? Dann hätten wir 2 volle Leitungen Erdgas. Schlauer wäre wahrscheinlich. Haben wir genügend Stahl? Dass wir die aus Stahl bauen. Ja, die brauchen ja nur 50 Kilo. Weil wer weiß, wie heiß das Erdgas wird, das hier dann auf Dauer reinkommt. So. Führe ich die Leitungen alle nach unten raus oder führe ich auch 2 nach oben raus? Wir führen auch 2 nach oben raus. So, dann brauchen wir hier Leiterkabel, machen wir vielleicht auch mal im Raum, wenn da heißes Erdgas reinkommt. Nicht aus Blei, ich weiß nicht. Oder man schmilzt das aus Blei. 300, ja. War schon richtig, glaube ich, das so zu machen. So, an der Stelle hier habe ich jetzt schon mal wieder. Obwohl, nee, können wir nicht. Wir können einfach den da oben erst nochmal wegnehmen. Dann bauen wir da einen Flaschenentleerer. Obwohl wir hätten, das brauchen wir nicht. Dann können wir den auch wieder hinbauen, weil das können wir hier einfacher gestalten. Machen wir das so. Nehmen wir aber den Ziegel da nochmal weg, damit wir hier die passende Menge haben. So, Automatisierung hier. Mit einem Atmosensor. Müssen wir ja das Gas gleich noch rauspumpen, aber das wird ja dann automatisch passieren, wenn wir die hier haben, beziehungsweise nicht automatisch, aber sobald wir da dann Sachen ranbauen, aber dafür müssen wir es erst dicht machen. Vorher wäre es ja Quatsch, das zu tun. So, dann legen wir hier nochmal uns einen einen Transformator an. Automatisierungskabel brauchen wir auch. Huch. Da war kein Platz mehr für die Maus, da bin ich an die Tastatur gestoßen. Normalerweise verziehe ich von alleine immer, aber diesmal hat es einen anderen Hintergrund. So. Leiterkabel selbst müssen wir dann noch hierher verlegen. Das machen wir mal ganz simpel so. Huch, das war einer zu viel. Interessant, warum jetzt der ausmacht. Aber jetzt, nee, immer noch nicht. Haben wir so wenig Kupfer oder woran liegt es? Ja, tatsächlich ist es nicht so richtig viel. Dann bauen wir es vielleicht auch aus anderem Material. Eisen. So, hier muss nochmal alles rausgeräumt werden, auf jeden Fall.
Also, Ölmarsch. Ich glaube, 870 Kilogramm kommen in das Feld. Dann lasse ich es hier so ein bisschen überlaufen und dann wischen wir es halt auf. Den Rest. Das ist natürlich Quatsch. Das geht echt schnell. So, wenn wir bei... Das hier eigentlich mal eben so trennen, um da die Rohrbrücke zu zerlegen. Dann können wir da auch einen Ziegel hinbauen. Entschuldigung. So, das hier wischen wir auch nochmal eben auf. Achso, ja, es ist gerade Nacht, da passiert natürlich nicht so viel. Die Batterieeinstellung können wir da noch rüber kopieren. Ist aber eigentlich gleich schon fertig, ne? Wir müssen es da dann noch dicht machen, abpumpen und dann kann das Gas ran. Ja, die Leitung müssen wir natürlich noch dann hier runterlegen, klar. Ja, machen wir gleich. Einen Schritt nach dem anderen. Wir müssen auch das Rohöl hier noch rausholen. So, fürs Rohöl haben wir jetzt nichts, wo wir es hinschütten können. Können wir da auf die Schnelle was für finden? Rein theoretisch können wir es da unten einfach wieder reinschütten. Wenn wir den stellen, auch nur beim Aufräumen, dann passt das doch. So, Gasleitung. Müssen wir auf jeden Fall ja die schon mal bauen. Und dann machen wir den Rest auch gleich nur beim Aufräumen für Rohöl. So, das geht alles weg. Perfekt. So, dicht machen bitte. Zyklus 200. Ein klitzekleines Jubiläum. Wenn ich jetzt eine über 1000 Gramm stelle, dann sollte das doch passen, oder? Fangen die anderen nämlich jetzt auch gleich wieder an. Erdgas, wir müssen mal eben gucken. Also wir haben hier die Pumpe, das werden wir auf jeden Fall ja auch noch ein bisschen umbauen. Wir müssen einmal Erdgas oben für die Küche haben. Aber das von hier werden wir eigentlich... Planen wir doch mal eben also eine neue Pumpe aus Stahl. Ich hätte die schon gerne auf dieser Seite. So, kommt ihr einmal dorthin. Die braucht einen Atmosensor, dann bekommt sie auch. Braucht Strom. So, und dann würde ich das Ganze gerne in isolierte Ziegel verpacken hier. So, da oben wird es auch noch dicht gemacht. So.
Die stellen wir alle auf. Über 1000 Gramm, damit die dann auch immer ein bisschen Erdgas hier drin lassen, nicht alles rausgeht. Okay, das wird jetzt als nächstes gebaut. Habe ich irgendwas vergessen? Ja, eigentlich nicht. Wir haben eine Gaspumpe, die das rauspumpt. Fraglich ist halt so ein bisschen, obwohl die Quatsch, 100, ach, das kommt mit 150 Grad raus. Wo habe ich denn die... Ach, Wasserstoff ist, glaube ich, 500 Grad, ne? Stimmt, das habe ich jetzt falsch im Gedächtnis gehabt. Mal über 2000 Gramm, dann wird es auch nicht zu heiß, aber dann kann uns ja so oder so hier nichts um die Ohren fliegen. Oh, da oben kommen wir so noch nicht ran. Die Leiter kann auch dann da bleiben. Analysiert ist der schon. Gasleitung müssen wir da dann noch rauslegen. So, erledigt. Jetzt will man natürlich recht schnell so Erdgas schon verschwenden. Deswegen im Moment hier müssen wir isolierte Gasleitungen bauen. Keine normale. Schließen wir es erstmal da kurz an, aber danach soll es natürlich, nachdem wir hier, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, soll es dann da nach unten gehen. Aber erstmal schließen wir es da kurz an, damit wir hier nicht in die Situation gleich kommen, dass hier sich das in diesem Raum staut. Das könnte uns jetzt schon passieren, weil das nicht so schnell aus dem einen Feld hier rauskommt. Aber ah, Moment, wir werden es gerade nicht... Wir kommen in die Situation, weil wir es nicht schnell genug loswerden. Das ist das Problem. Okay. So, machen wir das jetzt mal so. Ja. Strom fehlt noch. So, Erdgas geht los. Dadurch, dass wir hier einen Hochdruckgasabzug haben. Achso, da ist schon ein bisschen Erdgas drin. Okay, ich dachte gerade, was ist da jetzt für ein Gas drin? Aber es ist Erdgas. Okay, gut. Unendlicher Tank ist fertig. Der funktioniert jetzt soweit. Jetzt müssen wir die Geschichte hier noch ändern. Ich glaube, ich trenne jetzt mal das. Schließe das noch da an. Damit auch der große Raum entleert werden kann. Und hier müssen wir jetzt dann sowieso ein bisschen umbauen. Also wir brauchen im Grunde die Brücke, nehme ich da mal raus. So, mal kurz gucken, wie machen wir das jetzt hier? Ups, das war die falsche Taste. Auf jeden Fall brauchen wir hier eine Gasbrücke, damit wir das Gas erstmal in die Richtung leiten, aber ich würde mal sagen, wir brauchen dann hier, um auf Nummer sicher zu gehen, auch noch eine, damit es dann hier auch danach nur in die eine Richtung gehen kann. Wir können an der Stelle die Gasleitung wieder weg. Und jetzt müssen wir noch schauen, wie machen wir es hier. Wir müssen auf jeden Fall das dahin verbinden. Und jetzt müssen wir noch... Ja, nee, eigentlich müssen wir hier nichts priorisieren. Da wird ja nicht so viel Erdgas insgesamt verbraucht. Oder wie viel braucht ein Erdgasgenerator? 90 Gramm pro Sekunde, da sind bislang
4, da kommt noch ein 5er dazu dran. Und der Gasherd verbraucht 100, ja, nee, also das geht auf jeden Fall sich aus. Was wir jetzt noch brauchen, von hier unten eine Leitung wiederum da hoch. Damit wir hier einen Backup haben für das Ganze. Korrekt? Ja, ich glaube korrekt. Das machen wir mal folgendermaßen. Die beiden lassen wir da zusammenlaufen. Fügen das dann hier hoch. Und wenn ich hier jetzt eine Gasbrücke wiederum ranbaue, dann wird ja erst das Erdgas genommen, was hier in dem Raum steht, was da aus der Leitung kommt. Wobei, schlauer wäre eigentlich noch, dass wir irgendwo hier einen Gastank drin unterbringen, ne? Dass wir hier einen solchen Gastank als Puffer haben, dass wir erst von hier unten Erdgas nach oben nehmen, wenn der auch leer ist, dass das nicht die ganze Zeit nicht die ganze Zeit verbraucht. So, müsste noch mal kurz unterbrechen, Entschuldigung. deswegen wirkt das vielleicht zwischendurch ein bisschen abgehakt. Wie genau machen wir das jetzt hier? Vielleicht baue ich das erst, wenn wir diesen Raum hier komplett entleert haben. Das ist vielleicht die bessere Variante. Dann habe ich hier ein bisschen mehr Platz, weil so wäre ich hier doch schon sehr, sehr eingeengt gerade. Und das muss ja dann nicht sein. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht überall ran. Das heißt, da brauchen wir nochmal eine Leiter. Jetzt wieder wegnehmen können. Ich glaube, da rechts lasse ich die Leiter noch mal da, weil wir bestimmt hier noch wieder in verschiedenen Art und Weisen ran müssen. Lassen wir da das Vakuum pumpen, dann können wir uns hier um den nächsten Bereich kümmern. Wie machen wir das denn am schlauesten? Oh, Moment, wir haben hier gar keine Sicherung, dass da nicht was anderes als Erdgas gepumpt werden kann. Das kann hier eigentlich nicht passieren, aber das sollten wir vielleicht trotzdem noch mal eben einbauen. Ja, wir müssen hier mal eben trennen. Dann machen wir da einen Hochdruckgasabzug hin, einen Rohrgasdetektor und hier brauchen wir einen Nichtgatter, glaube ich. Dass wir so einstellen, dass alles außer Erdgas nicht rausgeht. Ob das funktioniert, werden wir gleich sehen. Haben wir denn hier? Oh ja, jetzt sind wir schon bei 12 Traumtagebüchern. Okay, das geht jetzt ein bisschen flotter. Hätte ich vielleicht schon vorher so machen sollen. Ja, das Automatisierungskabel wird jetzt nicht mehr fertig gebaut. Achso, hier können wir ja schon mal ein bisschen
planen, weil dadurch, dass ich da jetzt die Sicherung eingebaut habe, können wir dann hier auch etwas weniger vorsichtig vorgehen. Gaspumpe aus Stahl. Das hatten wir ja schon. Ein Atmosensor. So. Wir brauchen noch eine Gasleitung. Ein Stromkabel. Und das ist dann eigentlich alles, was wir hier machen müssen. Den Raum noch abschließen, so. Ich überlege gerade, ob ich mir von hier den Zugang einfach mache, um das dann schon von unten zu bauen, aber ich glaube, das machen wir von innen aus. Wir bauen uns hier einen Weg hoch, sprich Leitern. Und dann gehen wir hier einmal auf. Achso, wir müssen natürlich dann jetzt auch da und hier noch Ziegel hinbauen. Und hier müssen wir uns einen Zugang machen, aber ich öffne das gleich erst, wenn der nächste Zyklus beginnt, dass wir da dann mit voller Manpower uns drauf stürzen können. Dass wir so wenig Gase, die dann nicht reingehören, dahin bringen als möglich. Okay, das funktioniert genauso wie es soll. Sehr schön. Wir hatten hier mal Wasserprobleme, die sind aber. Ja, die sind total Geschichte. Stimmt, wir hatten eher sogar das Problem, dass wir hier nicht schnell genug das Wasser los. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, was wir bei den letzten Malen gemacht haben. Wir haben uns hier drum gekümmert, dass wir da das Ganze hinbekommen, aber hatten im Moment, das haben wir nicht so gebaut, dass das schon eine Dauerlösung ist. Nee. Auch das wird früher oder später überhitzen. Ja, dann können wir hier jetzt eigentlich ausgraben, aber ich muss leider jetzt schon zum Ende der Aufnahme kommen. Also wir werden dann in den nächsten. Moment, ich grabe das schon mal aus, dann weiß ich, dass das in Arbeit ist. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.